Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Es ist Montag in Berlin. Ich sitze hier mit einer schönen Tasse Kaffee. Es scheint die Sonne. Es ist Nachmittag. Und ich spiele eine Runde EU4. Was gibt's Schöneres? Wir haben Feiertage übrigens. Und tatsächlich mal aus einem richtig guten Grund. Kann man nicht über alle Feiertage sagen. Aber der ist gut. Liebe Leute, lass uns reingehen. Lass uns reinstarten in dieses Jahrhundert, Jenny. Gottes Willen. Alter. Ich habe mich reingeschlichen. Ich dachte, zum Feiertag sage ich Hallo, weil ich habe so gehört vor der Tür. Alter. Hast du mich nicht gehört? Null. Jenny stand plötzlich nicht. Ich habe mich Hast so... Hast du die Schuhe ausgezogen? Ich habe mich so... Alter. Fuck you. Josh zieht Alter. In die Schlacht. Ich wollte euch noch Hallo sagen. Und Alter, mein Puls ist... Boah, müssen wir ohne Kamera spielen. Oh Gott. So. Ein bisschen Angst. Entschuldige gemacht. Mich, ich gehe jetzt wieder so leise, wie ich gekommen bin. Okay, tschüss. Schleich wieder raus. Holy fuck, stell dich vor, ihr sitzt gemütlich am Computer. Ich muss mich jetzt nochmal vergewissern, dass sie wirklich... Die Tür ist zu. Und sie lacht noch dreckig im Flur. Dass sie wirklich weg ist. Stell dir vor, ihr sitzt am Computer und plötzlich taucht neben euch das Gesicht eurer geliebten Mitbewohnerin auf. Aber viel zu plötzlich. Wo waren wir? Was wollen wir? Was tue ich hier? Wir müssen auf die Uhr gucken. Alles klar. Okay, entspannen uns ganz kurz. Und gehen rein. Wir sind dabei, unsere Flotte einmal auszubauen. Ja, wir haben Blick auf die großen Schiffswerften, die mit der nächsten Tech kommen. Da haben wir jetzt lange nicht investiert, wird mir wieder Zeit. Aber jetzt hier mit 11 Machtpunkten pro Monat ballern wir natürlich auch ganz ordentlich was rein. Wir haben keine Beziehungen mehr zu viel, denn wir haben Ostfriesland, Bremen und Hamburg annektiert. Ich überlege gerade, ob ich die bremische Festung lasse, aber ich denke mal, ja, oder? Ich finde es bisher so ganz gut, dass die großen Handelszentren haben alle Festungen. Gut. Ich wollte erstmal diese Armee hier organisieren. Die ist mir ein bisschen zu un... Die passt mir noch nicht. Zum Beispiel so viel Kavallerie braucht es nicht. Da werde ich jetzt sogar so frei sein, die aufzulösen. Machen wir jetzt einen weiteren 30.000er Stack dann nämlich draus. 10, 2, 18, alles klar. So, dann haben wir die wieder... Ah, Stabilität. Nehmen wir. Kommt mir ganz gelegen. Das heißt, wir sind jetzt auch bei 1, 2, 3, 4, 5 Festungen. Ich finde, das steht uns auch ganz gut zu Gesicht. Gerade die letzte Folge schon erwähnt, finde ich hier das ganz wichtig strategisch gesehen. Ich habe einen Blick auch auf den Nord-Ostsee-Kanal. Den würde ich super gerne noch bauen. Theoretisch können wir auch den Panama-Kanal bauen. Aber der wäre wichtiger. Was ist das für eine Zahl? Sind es 10 oder 100.000? 10.000, ne? Gott, ich brauche Brille, glaube ich. Ich hätte Jenny dann auch besser wahrgenommen. Okay, wir haben quasi keine Unruhe. Wir haben ordentlich Rekrutenreserve. Das Geld kommt rein. Wir haben jetzt ein bisschen schlechte Reputation, weil wir unsere Vasallen integriert haben, aber das passt mir ganz gut. Wir sorgen für bessere Beziehungen mit unseren anderen. Und jetzt können wir uns mal überlegen, was ist unser nächstes großes Ziel? Kongo, nein. Option 1. Ich wollte gerade sagen, Option 1, Angriff auf Schweden. Schwieriger, wir brauchen mal einen möglichen Diplomaten in Frage, um so mögliche Kriege mal durchzuspielen. Ich will natürlich noch Angriff. Weiter Krieg führen gegen Russland, da haben wir aber einen Waffenstillstand natürlich gar kein Problem. Um Novgorod auszubauen, aber das ist jetzt, das wird eine leichte Übung für uns eher sein, denke ich mal. Ich möchte, wir machen auf ganz langsam. Ich könnte mir vorstellen, dass man gegen den Livonischen Orden Krieg führt. Aber da kommt jetzt immer Politon als Verteidiger des katholischen Glaubens mit rein. Und ich glaube, davon werden sie auch nicht mehr abrücken. Das einzige Kriegsziel, das wirklich noch protestantisch ist für uns, ist Norwegen. Und auch da haben wir natürlich Waffenstillstände. Nicht mehr so lange, aber das ist auch kein Land, wo ich jetzt noch Interesse habe. Es hat ja im Grunde auch schon unsere Farbe. Ich bin ganz froh, dass wir hier so ein bisschen durch die Schweden einmal abgetrennt sind. Das fände ich übrigens ganz cool als Feature, dass man seine eigene Farbe mal hier und da anpassen könnte, aber das mag ich immer nicht so, wenn das norwegische und das hanseatische Grau-Gemisch so, sich so ähnlich sieht. Oder hier Frau Mariga.
Oh, auch da die Beziehungen schwach. Gut, zu Köln gar kein Problem. Krieg gegen Polen-Litauen. Wäre natürlich auch interessant im Sinne von Danzig. Da habe ich schon noch ein Auge drauf. Aber wir können auf gar keinen Fall einen direkten Krieg führen gegen Polen-Litauen. Österreich bringt Spanien mit, Sachsen ist stark, die Mandschurei, gut, die sind weit weg, aber die könnten tatsächlich wahrscheinlich uns sogar irgendwie erreichen. Übrigens scheint es so, als wäre Russland durch zwei geteilt worden, denn wir haben ja in Russisch, ist es Ostsibirien. Und die Mandschurei eint das Land, eint China. Also in die Richtung ist schwierig. Man müsste halt, wenn wir Krieg führen wollen gegen Polen-Litauen, dann wahrscheinlich, indem wir einer schwächeren katholischen Macht den Krieg erklären, wie zum Beispiel mit dem Livonischen Orden. Da unterschätzt mir nicht die Provence, unterschätzt mir nicht Portugal. Das würde quasi einen Weltkrieg triggern, weil dann hier auf jeden Fall auch einiges am Brennen wäre. Wir haben noch ein Auge natürlich auf die niederländischen Lande. Aber da ähnliche Sachlage, da wäre sogar Frankreich noch drin und Polen-Litauen. Das heißt, ein Krieg, sondern Polen-Litauen, die jetzt einen Krieg angefangen haben. Habe ich die nicht? Moment, wie kam es zu diesem Krieg? Habe ich den weggeklickt? Habe ich nicht gesehen? Ah, Moment. Interessant. Ah, okay, als die Mandschurei die Ming angriff, hat das die Osmanen reingetriggert. Und jetzt sind die Osmanen und Polen-Litauen im Krieg gegeneinander. Das ist eine interessante Ausgangsposition, die wir uns natürlich... 400.000 zu 300.000. Alter, Leute. Das ist echt absurd, wie groß diese Armeen zum Teil sind. Okay, hier könnte sich ein Fenster für uns eröffnen. Das halten wir im Blick. Fenster gegen den Livonischen Orden, gegen Schottland, gegen die Niederlande, wobei da hängt dann wirklich ja Frankreich drin. Mit den Franzosen ist nicht zu spaßen. Wir andererseits haben die Venezianer auf unserer Seite. Weil ich mich frage, ob man die in so einen Krieg überhaupt reinkriegen würde, weil wir ja noch schlechte Reputation haben. Ja, die Haltung. Aber sowas hier zum Beispiel. Gegen ein geschwächtes Polen-Litauen vielleicht dann zuzugreifen. Ah, da wäre Venedig am Start. Da haben wir sogar positive Reputation, ist interessant. Okay. Das wäre ein denkbarer Krieg tatsächlich gegen die Livonischen Orden. Gleichzeitig aber auch um Danzig, vielleicht Danzig und Tuchel. Behalten wir mal im Blick, wie die Sache zwischen Polen-Litauen Tech 24 und Osmanen Tech 24 läuft. Das sind die Sachen, die ich in Europa sehe. Livonischer Orden Schottland, also um unsere englischen Provinzen noch ein bisschen auszudehnen hier. Denke ich vor allem an Ostanglien bzw. an London selber. Von da aus könnte man theoretisch natürlich dann auch hier noch den Kanal komplett nehmen, aber erstmal Schottland. Schottland wäre vielleicht auch ein interessantes Kriegsziel für uns. Schottland ist nicht so stark, oder? 172.000 Mann. Lass uns mal in die Statistiken gehen. Wenn wir nur nach Truppenlimits kurz uns sortieren, sind Osmanen und Polen-Litauen und ganz vorne dann die Spanier. Und wir tauchen nicht mal auf der ersten Seite auf. Hinter Portugiesisch, Louisiana, Louisiana und La Plata. Auch nach Gesamttruppen sind wir nicht mal vorne mit dabei. Wir können aber. Also wir können ja auch durchaus mehr, ne? Wir werden uns jetzt auch noch ausdehnen. Vor allem unser Mark wird uns ein bisschen was beisteuern. Also in Novgorod werden wir sukzessive wirklich riesig, riesig machen. Aber wenn wir da keinen Krieg führen, wo führen wir dann Krieg? Man könnte Krieg führen gegen... Oh, Swahili ist auch ein Brocken, ne? Oh ja. Ja, ich bereue es ein bisschen mittlerweile, dass ich auf sehr schwer spiele, weil das fällt natürlich schon sehr ins Gewicht, muss man sagen, dass die 50% mehr Truppenlimit, glaube ich, haben. Das müssen sie halt auch immer erstmal aufs Feld bringen können, ins Feld führen können, ne, bezahlen können, aber trotzdem.
Das macht halt auch so einen Krieg relativ schwierig. Kongo wäre eine Option für uns. Einfach um die afrikanischen Besitzungen auszudehnen. Da sind wir noch relativ zurückhaltend gewesen in Afrika. Wir haben ja nur die und hier kleinere Besitzungen. Kongo ist zumindest so, dass ich sage, wir können einen Anspruch aufbauen. Und dann stand ja auch noch die Frage im Raum, ob man nicht auch noch neue Verbündete sich suchen sollte. Ja, das ist nicht meine Probleme. Ja, dann hatte ich noch die Philippinen natürlich im Blick. Ne? Ich glaube, die am ehesten wahrscheinlich jetzt gegen Tondo. Zumindest Teile der Philippinen sich zu greifen. Oder von Brunei. Ah, verbündet uns mal. Gucken wir einmal noch die Flotten uns an. Wir kommen jetzt immerhin langsam dahin, dass wir die größte, drittgrößte Flotte haben nach Großschiffen. Wir müssen aber bei unserem Truppenlimit was, unserem Limit, Flottenlimit was drehen. Auch da hat die KI einfach einen Bonus. Einen sagenhaften. Aber wir haben es ja abgesehen auf mit Text 26 administrativ geht es hier weiter. Schifffahrtsideen. Da Einheiten mit plus 50. Wahrscheinlich später nehmen wir dann auch noch Quantität, auch nochmal plus 50% Truppenlimit mit, um die Sachen auszugleichen. Aber ich setze erstmal auf die See. Okay, ich würde also sagen, wir beobachten erstmal die Situation hier. Die Osmanen scheinen siegreich zu sein. Jetzt die Frage, hetze ich? Ich hatte ja gesagt, ich will mal Krieg gegen Florida führen. Das checken wir einmal im Detail aber aus. F. 160.000 Limit. Die haben ordentliche Reserven. Ordentlich große Armee. Was haben Neu-Lübeck und Neu-Hansa, das wären meine Hauptnationen in dem Fall. Ähnlich. Die beiden würde ich Florida den Krieg erklären lassen und mit ein bisschen Verzögerung vielleicht sogar noch Ostindien. Ne, lübsch Ostindien, oder? Lalala. Gott, lübsch Kalifornien, lübsch Louisiana, lübsch Ostindien. Boah, ganz schön klein. Ja, komm, wir riskieren das mal. Lassen sie diesen Krieg führen. Und zwar, wir haben gesehen, beide haben Truppen, beide haben Reserven. Das sind ja zwei voneinander unabhängige Kriege, aber wir machen das. Kolonialkrieg ausrufen, Pause. Erstmal checken. Sie können Florida angreifen, top. Neu-Hansa kann es auch. Okay, Eroberung Florida. Zack, Neu-Hansa geht drauf. Und Neu-Lübeck geht auch raus. So, wir haben Florida quasi indirekt jetzt den Krieg erklärt. Und dann später, und jetzt warten wir mal einen Ticken ab und dann lasse ich Louisiana und Lübsch-Ostindien auch raufgehen. Nee, all in. Fucking all in, Leute. Na, bisschen Verzögerung. Dass die ersten großen Wellen quasi abgefedert werden durch unsere Neu-Hansa und Neu-Lübeck-Nation. Buddenbrock kriegt eine Erholungspause. Die müssen erstmal Manpower aufbauen. Wir rüsten uns hoch so lange. Müssen dringend was machen an der Flottenfront. Kostet langsam echt zu viel. Ich tendiere dazu, meine Galeeren jetzt aufzugeben. Kein Hörer zu wählen. Verzichten jetzt komplett auf Galeeren. Und sage, wir kontrollieren die Ostsee auch mit unseren Großschiffen. Nachdem uns Schweden hier ein ums andere Mal ja schon Probleme bereitet hat. Der Staat triumphiert. Okay, ich baue jetzt hier nochmal 10. Auch wenn ich schon über dem Limit bin. Ah, dann habe ich einfach die 100 voll. Ah, sehr gut. Gedeckter Weg. Militärtaktik. Festung.
die ich jetzt noch nicht ausbaue. Das Gold halte ich zusammen für die Schiffswerften. Will ich mich massiv investieren. Und das sieht... Ja... Es sah erst gut aus für dich. Ich kann es noch nicht so ganz gut einschätzen. Wer liegt hier vorne? Konstantinopel ist gefallen. Aber ich sehe gleichzeitig riesige osmanische Heere. 450.000 Mann zu 260.000, 70.000 Mann. Das können sie schon in den Griff kriegen. Frage, wenn ich Polen-Litauen zum Beispiel... Ich will dir ja nicht direkt den Krieg erklären, aber generell mal die Frage, wer wäre potenziell für uns ein Bündniskandidat? Das heißt, Frankreich, Spanien, Portugal, Spanien sowieso, weil die nicht unabhängig sind, aber das sind alles koloniale Nationen, die helfen uns nichts. Sachsen rivalisiert uns, Mainz rivalisiert uns, Ungarn im Clinch mit Venedig. Wie gesagt, ich habe es eigentlich noch... Norwegen? Ganz aggressive Expansion, aber kannst du mir die Beziehungen mal versuchen zu frisieren. Verzichte ich jetzt? Ich will die Tech. Wir haben zu viele Rivalen, das ist eigentlich unfassbar. Überlegt mal, wir haben nur eine einzige Nation, die mit uns wirklich verbündet ist. Schweizer oder Mailänder wären vielleicht noch eine Option. Schweizer, auf jeden Fall. Mailänder könnte mit Venedig schwierig sein. Ja, die wären. Wenn wir die Meinung hochkriegen. Geht es auch so ein bisschen um Sicherheit. Die Schweiz fände ich noch verlockender als Mailand, weil Mailand und Venedig sind, glaube ich, potenziell eher noch Feinde. Wo schon mal die Beziehung bei der Schweiz? Gerade sowas gegen Frankreich oder so gerichtet, das könnte interessant sein. Tatsächlich ist Kongo ein Feind Schottlands. Ja, hier, shut up. Ja, da ist der Krieg aber vorbei. Schade. Die Ming müssen noch ein bisschen was gut. Boah, jetzt sichern sie sich ja alles. Die Ming sind komplett marginalisiert. Die Mandschurei, die greift jetzt wirklich komplett an. Das wird spannend später mal zu sehen. Welche anderen Republiken gibt es? Es gibt Venedig, es gibt den Hansebund und die Schweiz. Die Schweiz ist eine Republik, das ist ja hervorragend. Ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die neue Welt ist deutlich progressiver. Aber wem haben wir das zu verdanken? Ganz alleine uns. Das spricht ja absolut für eine Allianz mit Friedrich Herzler, der Schweizerischen Republik. Fände ich verlockend. Und wir halten dann einfach noch an unserem Vasallenschwarm fest. Den dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir über Kriege reden, kommen die ja noch ins haben die durchaus Gewicht. Burgund unterstützt jetzt Spanien. Spanien plötzlich gar nicht mehr so negativ uns gegenüber eingestellt. Vielleicht auch eine Idee, die Beziehung gegen den Spaniern hochzupushen, die Unabhängigkeit zu unterstützen. Weil ich will ein schwächeres Österreich natürlich sehen. Am Ende die unheilige Allianz mit Spanien. Das sieht übrigens ganz gut aus. Okay, wir hetzen jetzt alles übrigens erstmal gegen Florida, wo wir schon bei Spanien sind. Lübsch, Ostindien. Erklärt auch den Kolonialkrieg. Das kann halt das Problem sein, jetzt eine Nation bleibt vielleicht am Ende übrig. Die dann doch noch von Florida auf die Fresse kriegt, aber das riskiere ich. So, vier Nationen. Vier separate Kriege. Alter Schwede, okay. Die konnten ja gar nichts. Die haben aber Soldaten, man weiß noch nicht genau wo. Da oben. Ich hoffe sehr, dass sie das Ding hier mal nehmen. Also, kann sein, dass ich mir jetzt ein bisschen damit ins Knie geschossen habe und am Ende Lübsch-Ostindien zum Beispiel hier Bereiche verlieren wird. Das ist okay. Also Spanien, ja. Das ist auch nochmal eine Option. Jetzt hier im Konzert der Großen werden wir auf jeden Fall mitspielen wollen. Ein bisschen die Geschicke und der Welt auch lenken.
sind noch Truppen. Hat schon gewundert. Zieh die mal alle zusammen, haben wir 150.000 Mann aktiv stehend. Tendenziell würde ich sogar sagen, weil wir jetzt am Maximum der Rekrutenreserve sind, würde ich sogar noch einen 30.000 Mann her aufbauen. Ich keine Vorlage für, ne? Okay. Geht denn das? Wo war denn das? Da. Ah, doch, ich hab sie. Weil kann ich sie jetzt einmal abgrasen, die Rekrutenreserve, wenn ich sie jetzt bald brauche ich sie gerade nicht. Und hier zum Einsatz kommen lassen, dann sind wir bei 180.000 Mann aktiven Soldaten. Immer noch genug Raum für Söldner. Und das ist und bleibt die große Stärke von uns. Vom Hansebund. Das Geld, das wir einfach einsetzen können. 1712. Aber ich würde schon gern meine Macht auch nochmal selber zum Einsatz bringen. Ich glaube, wir behalten den noch, ne? Ja. Sag mal, Özel ist... Ist schon... Achso, es war Kongo, ja. Ähnliche Flagge. Fast wir vergessen gehabt. Kongo wäre ein Kriegsziel auf jeden Fall. Mal so für ein... Zwischendurch. Mandschurei, es ist unglaublich, diese Mandschurei. Über die See, jetzt gerade, wenn wir Spanien unterstützen sollten, das würde einen ganz großen Krieg führen, wenn Spanien sich dann befreit. Bisher werden sie nur von Burgund unterstützt. Es wäre dann Polen, Litauen, Österreich, Provence ist nicht ohne, dass sie Süditalien halten. Mailand, München. Okay, würde noch warten, ob sich da nicht noch ein anderer Unterstützer findet. Da hätte ich tatsächlich Angst. Aber ich würde sagen, jetzt dann auf unserer Agenda wäre ein Krieg gegen Tondo. Jetzt vielleicht kleiner Fehler von mir gewesen, dass ich eine Armee aushebe. Ich hätte sie vielleicht woanders ausheben sollen, nämlich im Südpazifik hier. Das ist der eleganteste Krieg, dass wir hier unsere Macht noch ein bisschen ausbauen. Hier, nehmt mein Geld. Weil die Überfahrt natürlich auch Mannstärke kostet. Das habe ich nicht bedacht. Ich werde aber auch nur 30.000 rüberschicken. Und den Rest mache ich mit meiner regulären Armee. Wie viele Schiffe? So Tondo dieses Mal. Das Mal holen wir euch. Nach Land sortiert Tondo. 25, 27 Großschiffe. Nehmen die Hälfte. Dann haben wir 60 Großschiffe. Ich habe auch nochmal 30 Transportschiffe in der Region. Portugal gegen Tunesien ist da... Nee. Überlegt, ob da die Mamelucken nochmal involviert werden. Dem ist nicht so. Also unsere Streitmacht bricht auf. Ich schicke sie mal direkt. Ob das ausreicht. Zwischendurch einen Blick drauf haben. Wie läuft der Krieg hier? Ja, sie haben sie durchbrechen lassen. Aber jetzt werden sie wirklich überrannt. Neu-Lübeck wird sich in eine ordentliche Ecke rausgreifen können. Neuhansa hat sich ein bisschen was gesichert. Das heißt, Neu-Lübeck wird gleich einen sehr profitablen Frieden auf jeden Fall machen. Das wird sie, die Floridianer, natürlich auch einiges an Kampfstärke berauben. Behalten das im Auge. Unsere Möglichkeiten sind gerade leider sehr begrenzt hier. Gucken wir so ein bisschen international. Na gut, vielleicht müssen wir doch hier zum Beispiel auf den Komoren. Wir haben schon einiges, ne, an kleinen Besitzungen, aber gerade Indien und so. Gab es hier nicht die Mechanik, dass man Provinzen erwerben kann? Schweiz gucken wir uns gleich an. Goldenes Zeitalter für Swahili, stark.
Handelshaus chartern. Bitte das Land auch um eine Provinz zu verkaufen, die unser Handelshaus wird. Okay. Aber die wird es nicht machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Gujarat oder so frage, wen fragt man am besten? Vianagar? Als quasi Posten. Ich weiß nicht, ob man wählen kann, welche Provinz das ist. Wir können ja erstmal den Krieg gegen Tondo abwickeln und dann Indien? Haben wir noch keinen Einfluss. Könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen, dass wir da ein bisschen aggressiver werden. Gleich kommt hier erstmal die ganz wichtige Tech. Pumpen wir uns ordentlich auf. Dafür haben wir das ganze Geld jetzt auch beiseite gelegt. Ah, erstmal die Schweizer. Wollt ihr eine Allianz? Sie lehnen wirklich ab, oder was? Das ist ja interessant. Das ist sehr interessant. Könnte warten, bis dieses Event ausläuft. Haben wir mal einen Blick. Wenn wir wollten, könnten wir Spanien. Könnten ihre Unheimlich unterstützen, aber wie gesagt, ich habe Schiss, also Österreich ist schon wirklich brutal stark. Push aber mal zumindest mit meinem bestehenden Partner die Beziehungen hoch. Dann hatte ich glaube den einen oder anderen Vasallen, der noch ein bisschen mäkelig war. Nur weil wir hier Vasallen annektiert haben, ist gar nicht so ein Problem ist. Könnten wir theoretisch auch teilweise zu Marken transferieren. So, erstmal Archipel-Fregatte. Neuer Schiffstyp. Oder? Moment. Es ist kein neuer Schiffstyp? Okay, dann heißt es aber einfach nur so. Das. Okay. Ach, die Galeere. Gut. Wir bauen. Das wird große Schiffswerften. Da, wo sich es richtig lohnt. Alles für zwei machen wir. Ich baue komplett einmal alles, wo ich plus zwei kriege. Komm, die zwei noch. Das bringt uns sicherlich auf 300 dann. Ist ordentlich Cash. Das schaffen die in einem Zug. Jetzt kurz ein bisschen Geld verdienen, um eine Söldnertruppe anzuheuern. Die habe ich jetzt leider vergessen. So, Florida ist besetzt. Florida hat aber noch seine Armeen. Das ist ein Problem. Die sind einfach aneinander vorbeimarschiert. Die sind auch nicht so stark, aber sie haben die numerische Überlegenheit hier im Norden gerade. Guck mal, wie viel Warscore sie... Ja, Neu-Lübeck hat individuell am meisten Warscore. Aber sie haben halt scheinbar so gut wie keine Schlachten geschlagen. Das ist extrem ungünstig. Hansa hat sich hier den Süden gesichert. Ja, es ist dumm. Es ist dumm. Jetzt halten sie nämlich das Land und lassen hier oben, lassen sie sie randalieren. Das ist im Worst Case, was jetzt passieren kann, ist nämlich, dass Neu-Lübeck einen Frieden macht, nimmt sich ein gutes Stück Land. Dann Lost-Indien, Ost-Indien und Louisiana alleine viel zu schwach sind. Oh ja, um Gottes Willen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber jetzt, der Rest von Florida. Die können ja nicht so eine Armee noch jetzt unterhalten oder überhaupt finanzieren. Ach, schaut mal, sogar hier. Immerhin, dieser Schandfleck ist jetzt genommen. Also sie zerfetzen sie komplett. Und jetzt ist die Quizfrage. Was macht Neu-Hansa? Worst Case, Neu-Hansa gibt jetzt hier gleich irgendwie Terrain sogar ab. Weil hier einfach noch 100.000 Mann marschieren. Und Ostindien und Louisiana haben nicht die Mittel. Aber ich habe die Mittel, um ihnen vielleicht ein bisschen zu helfen. Schulden haben sie nicht. Moment, wen hatte ich hier? Ostindien hat keine Schulden. Louisiana hat Schulden. Interessant.
Okay, ist jetzt schon klar natürlich, dass wir nochmal für den Krieg wiederkommen werden, weil das ist ja wirklich an Hässlichkeit kaum noch zu überbieten hier. Also ich glaube, Florida jetzt in mehrfache mundgerechte Häppchen zerteilen wollen. Steuereinnahmen plus 50% global. Ein goldenes Jahr, okay. Steuern technisch, nehmen wir das Geld direkt. Also unser Umsatz kommt aus dem Handel, ganz eindeutig. Bisschen Produktion mittlerweile auch, weil wir doch durchaus auch starke Städte haben. Eieieiei, das war echt dumm. Also Truppen hier zu transportieren ist echt was so eine Sache. Das könnte jetzt vielleicht sogar auch unser Pazifikheer hier werden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Söldnerarmee. Aber ich glaube fast, es wird dann eine Geschichte für einen anderen Tag. Wir haben eine mächtige Flotte. Wir haben gelernt aus unseren Fehlern letztes Mal gegen Tondo. Vorbereitet. Eine starke Flotte. Wir werden noch ein gutes Söldnerheer draufpacken. Der Krieg gegen Florida läuft ganz gut. Wir haben noch Kongo im Blick. Wir haben Indien im Blick. In Europa. Ja, habe ich zwar Ideen. Vor allem gegenüber Russland. Weil die meisten sind gerade einfach nicht umzusetzen, weil Politon einfach zu stark ist. Wir beobachten aber weiter gebannt, wie die Situation hier ist. Was ich halt interessant finde, das gucken wir uns noch an. Florida. Was das mit ihrem Limit gerade gemacht hat. Dem Truppenlimit. Naja, aber immer noch 90.000 Holländer. Die man hier komplett von Neu-Lübeck zerstampft. Da wird es weitergehen, aber auch da färben wir jetzt langsam die Karte so ein bisschen in unserem Sinne ein. Bis dahin macht's gut. Tschüss.